dem spannenden Thema EFI waren und der liebe Hans ja gerade über das Thema Clover gesprochen hat, bleibt uns in dem Zusammenhang natürlich noch ein Thema, über das wir auch sprechen wollten und sollten. Das ist das Thema Open Core. Open Core ist relativ neu. Befindet sich noch in der Alpha-Phase, also es ist noch tatsächlich nicht wirklich fertig und demnach vielleicht auch noch nicht unbedingt was für jedermann, aber nichtsdestotrotz etwas, worüber man sprechen kann und sollte. Was ist Open Core? Das wird der ein oder andere sagen, ein Bootloader. Trifft die ganze Sache aber nicht wirklich, wie ich finde, sondern vielmehr haben wir es ja hier mit was zu tun, was man wahrscheinlich eher als einen EFI-Plattformtreiber bezeichnen kann. Also etwas, was unsere Extensible-Firmware auch wieder erweitert. Von der Ordnerstruktur auf dem EFI verhält es sich recht ähnlich wie mit Clover. Wir haben also auch hier, wenn wir mal schauen, unser Verzeichnis Open Core. Und in dem Verzeichnis befinden sich unter anderem eben halt auch die Open Core EFI. Und auch hier haben wir ein Bootverzeichnis und dort haben wir auch ein Bootfile, das dafür sorgt, dass die Open Core EFI gestartet wird. Und verhält sich also ganz ähnlich wie mit Clover, aber es ist nicht ganz so wie bei Clover, weil Open Core kann auf diese Weise gestartet werden, aber es ist nicht die einzige Art und Weise, wie es gestartet werden kann. Man kann es nämlich zum Beispiel auch direkt aus einer EFI-Shell starten. Muss also gar nicht den Weg über das Bootfile machen, sondern man kann auch einfach eine EFI-Stelle starten und darüber Open Core starten funktioniert genauso. Und wenn man der Dokumentation und den Diskussionen zu Open Core und dem, was dazu gesagt wird, Glauben schenken darf, dann wird es so sein, dass man das zukünftig vielleicht auch tatsächlich aus dem NV-RAM starten kann. Oder als EFI-Treiber einfach direkt hinzufügen kann zum UEFI und auch von da oder über diesen Pfad starten kann, ähnlich wie das damals bei Osmosis der Fall war. Wird sich zeigen, ob das so sein wird. Im Moment ist der Weg, den man gehen kann und den man in den meisten Fällen auch gehen wird, der über das Bootfile entsprechend, also über dieses Boot x64 EFI in dem Bootordner auf der EFI-Partition und dann eben über den Weg über die Verzeichnisstrukturen. Wie kommt man jetzt an Open Core ran? Naja, der beste Weg, das zu tun, ist tatsächlich über das übers Netz zu machen, und zwar über das GitHub-Repository von Acid and Terror. Das sind nämlich diejenigen, welche die dahinter stecken. Man findet hier in diesem Repository eine ganze Menge sehr praktische Dinge, nicht nur Open Core, sondern auch eine ganze Menge andere Sachen. Sollte man sich also tatsächlich mal aufschreiben und hin und wieder mal reinschauen. Wenn wir hier gucken, haben wir ja einmal das Open Core Support Package, wir haben das Open Core Package, das ist das für uns eigentlich interessante oder für unseren Bereich interessante Paket, weil hier ist Open Core mit allem drin, was man als User braucht, um es benutzen zu können. Das Support Package ist eher das, was technisch im Hintergrund werkelt, für uns als User ist das die interessante Variante. Wer sich an der Entwicklung beteiligen möchte und Ahnung davon hat, kann das hier tun. Ihr seht hier zum Beispiel schon einen Namen, der zumindest unseren Usern im Forum bekannt ist, der Download Fritz. Der werkelt da recht ambitioniert mit, unter anderem, aber auch Witt und diverse andere Namen, die man aus dem Bereich kennt. Und hier kann man sich halt eben entsprechend zum einen an der Entwicklung beteiligen, sofern man denn Ahnung davon hat. Zum anderen findet man hier aber auch die Möglichkeit, sich entsprechende Binärpakete herunterzuladen, die schon vorkompiliert sind. Wenn man sich nicht selbst die Mühe machen möchte, das zur Übersetzung zu kompilieren, sei der Rat dargegeben, sich hier die Release-Versionen, die schon freigegeben sind, herunterzuladen. Hat den Vorteil, dass man hier nicht sich damit auseinandersetzen muss, wie kann ich das aus dem Quelltext selber übersetzen, sondern an der Stelle hat man halt schon was Fertiges, was die meisten User wahrscheinlich am ehesten abholen wird oder den meisten am ehesten entgegenkommen wird, denn die wenigsten werden sicherlich die Lust, Zeit und Muße haben oder sich so tief mit der Materie beschäftigen wollen, dass sie hingehen und das selbst übersetzen. Ja, was gibt es hier noch in dem Repository, wo man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen sollte? Ganz klar gibt es hier all das, was wir schon kennen, unter anderem auch von Clover kennen, wie zum Beispiel den Virtual SMC als Kext, Apple ALC
und so weiter und so fort. Ein Paket, was wir aber im direkten Zusammenhang mit OpenCore uns hier auch besorgen sollten, ist tatsächlich das Apple Support Package. Das Apple Support Package ist ein Paket, das EFI-Treiber, eine Sammlung von EFI-Treibern enthält, die man braucht, um macOS mit OpenCore, aber auch mit Clover, starten zu können. Wenn man da mal reinschaut, stellt man fest, was da drin ist. Das ist einmal der APF Driver Loader. Den brauchen wir, hat Hans gerade schon erwähnt, um Volumes, die im APFS-Format von macOS erstellt worden sind, überhaupt lesen zu können. Das APFS-Format ist ja mit Mojave eingeführt worden, ist dieses Container-Format, ihr kennt es sicherlich, das im Prinzip auf der physikalischen Festplatte einen virtuellen Container erstellt, also ein File, keine wirkliche Partition, sondern mehr ein File, in dem sich dann die Partitionsstruktur des Laufwerks befindet. Diesen Treiber, also den APS Driver Loader, braucht man, damit man das überhaupt lesen kann, damit unser Rechner überhaupt was damit anfangen kann. So ähnlich funktioniert es auch auf dem Mac, der hat einen entsprechenden Treiber auch in der Firmware, um entsprechend dann diese Volumes lesen zu können. Dann gibt es einen Treiber, der nennt sich Firmware Runtime Services. Der ist im Zusammenhang mit OpenCore gerade in der aktuellen Version 0.5.0 und 0.5.0.1, wie ich gerade gesehen habe, die gibt es wohl offensichtlich jetzt auch gerade so eben. Recht interessant, weil die Firmware Runtime Services unter anderem den altbekannten Apio Memory Fix beinhalten. Anders als es bei Clover zum Beispiel ist, wo dass man diesen Apio Memory Fix in den Drivers-Ordner mit einbaut, ist es hier in den Firmware Runtime Services mit drin und gesteuert wird das Ganze über die Config-Plist von OpenCore. Wir gucken uns das gleich mal an, wie das in der Konfiguration von OpenCore aussieht, wie man das steuern kann, was man da überhaupt steuern kann. Es ist sehr fein konfigurierbar tatsächlich, der OpenCore Bootloader. Man kann da eine ganze Menge einstellen. Es gibt eine ganze Menge Einstellungen, wo man die Finger von lassen sollte, wenn man nicht genau weiß, wofür sie gut sind. Es gibt ein paar Einstellungen, die essentiell sind, die man auf jeden Fall vornehmen sollte. Ja, und einiges, was optional ist, dazu gleich mehr. Aber die Firmware Runtime Services an der Stelle sind nicht ganz uninteressant, weil, wie gesagt, da ist der Apio Memory Fix drin, da ist so ein bisschen was drin, was in die Richtung NVRAM-Funktionalitäten läuft. Diese Geschichten sollte man dazu nehmen. Und so weiter. Und dann gibt es hier noch weitere andere Treiber, VBox HFS-Treiber zum Beispiel, der notwendig ist, um das Apple HFS Plus Format lesen zu können und so weiter und so fort. Also dieses Paket sollte man sich zu OpenCore mit runterladen, wenn man es wirklich ernsthaft einsetzen möchte, weil ohne das wird man nicht sehr weit kommen. Schauen wir mal in die Ordnerstruktur rein von OpenCore, da stellen wir fest, was haben wir hier? Wir haben hier eine Ordnerstruktur. Auf der EFI stellt es sich so dar, dass wir neben dem Boot-Ordner, wir blenden einfach mal gedanklich alles, was jetzt hier zwischen Boot und OC steht, aus, dass wir auf der EFI-Partition haben den Boot-Ordner mit dem BootX64-File drin und den OC-Ordner, also dem Stammordner von OpenCore. Und dieser OC-Ordner beinhaltet im Großen und Ganzen wirklich tatsächlich nur drei Unterordner. Das ist einmal der Ordner ACPI, einmal der Ordner Drivers und einmal der Ordner Kexts. Mehr ist da nicht drin. Dann die Config-Playlist und OpenCore selber. Das war's. Wenn ihr euch mal anschaut, wie viel der ganze Spaß wiegt. Hier ist, ich weiß gar nicht, ob hier Kekste drin sind. Ja, hier ist sogar ein bisschen was drin. Aber wenn ihr euch mal anschaut, wie groß der ganze Spaß ist, dann stellt ihr relativ schnell fest, der ist ziemlich groß. Fragt mich gerade, warum. Ja, da ist wahrscheinlich irgendwas drin, was da eigentlich nicht drin sein müsste. Ja, da ist eigentlich so ziemlich alles drin in dem Ding. Das kommt davon, wenn man den ganzen ACPI-Gedöns mit drin hat. Okay, vergessen wir das. OpenCore selber ist relativ klein. Verglichen mit Clover. Also sehr leichtgewichtig im Vergleich zu Clover, eine sehr kleine Geschichte. Blöder Vorführeffekt, wenn man jetzt natürlich irgendwie ein Verzeichnis nimmt, wo man eigentlich nur die Struktur zeigen möchte und da dann alles Mögliche drin hat, da muss man sich nicht wundern, wenn das unnötig groß ist und es nicht sein müsste. Blöd gelaufen. Wenn man sich das Ganze runtergeladen hat, dann findet man sowas in der Art tatsächlich dann auch in dem heruntergeladenen Archiv oder in dem heruntergeladenen Archiv von dem GitHub Repository. Und auch hier haben wir die Struktur wieder drin. Das heißt, wir haben den EFI-Ordner, wir haben das Boot-File und wir haben den OpenCore-Ordner.
und in dem Open Core Ordner im Prinzip alle Ordner, also die Ordnerstruktur schon, wie wir sie im Prinzip auch für unser System nachher brauchen. Ich gebe euch die Empfehlung oder ich empfehle euch, wenn ihr auf Open Core umsteigen wollt und das mal ausprobieren wollt, tut das nicht, indem ihr das direkt auf eure Festplatte schmeißt. Macht das nicht, denn es wird mit ziemlicher Sicherheit darin enden, dass euch die Kiste nicht mehr startet. Die Konfiguration von OpenCore ist nicht sonderlich kompliziert eigentlich, allerdings ist sie halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn anders als für Clover gibt es für OpenCore keine wirklich verlässlich gute Clicky-Bunti-Oberfläche. Das heißt, ich habe keinen OpenCore-Konfigurator, der so ähnlich funktioniert oder so ähnlich intuitiv funktioniert, wie das der Clover-Konfigurator tut, den ich mir einfach aufmachen kann und da kann ich mir dann 3 Haken und 5 Kreuze setzen und hoffen, dass es funktioniert anschließend. Das funktioniert mit OpenCore nicht so ganz toll. Es gibt zwar einen OpenCore-Konfigurator, auch von Mackie, aus derselben Feder wie den Clover-Konfigurator. Der ist aber ehrlich gesagt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das hat 2 verschiedene Gründe, warum dem so ist. Zum einen ist es so, OpenCore befindet sich in der Entwicklung. Das heißt, im Moment passiert da richtig viel. Es kommt in relativ kurzer Taktung gibt es neue Releases. Und mit jedem Release ändert sich mitunter auch noch was an der Struktur der Config. Heißt, wenn ich das Tool benutze und der Schreiber dieses Tools, was diese Änderung angeht, nicht mindestens genauso schnell ist wie der Release-Zyklus von OpenCore selber, kann es mir passieren, dass mir das Tool eine Config bastelt, die OpenCore nicht mehr liest. Was ich dann habe, ist ein Bildschirm, der mich darauf hinweist mit einer Fehlermeldung, dass aufgrund eines kritischen Fehlers der Bootvorgang jetzt angehalten wurde. Das kann ich mir dann angucken, und zwar so lange, bis ich den Rechner ausgeschaltet habe. Weiter komme ich dann aber nicht. An der Stelle deshalb, wie gesagt, es ist nicht ganz so, wie es mit Clover ist, dass man hingehen kann und sich das halt einfach zusammenklickt, sondern bei OpenCore empfiehlt es sich tatsächlich, einen plist-Editor zur Hand zu nehmen. Das darf gerne Xcode sein als plist-Editor. Das darf aber auch gerne ein Editor der eigenen Wahl sein. Also was ganz gut funktioniert, ist beispielsweise plist-edit pro, den man nehmen kann. Man kann es auch mit einem reinen Texteditor machen, selbst das funktioniert. Es kommt immer so ein Stück weit darauf an, wie leidensfähig man selbst ist, ob man das machen möchte oder nicht. Leidensfähig deshalb, weil viele Werte in OpenCore in der Config im Dataformat erwartet werden und die kann ich mir dann entweder bei einem Texteditor selber umrechnen, kann ich machen. Ich kann aber auch einen plist-Editor benutzen, der mir die Eingabe als Hexwert beispielsweise erlaubt, was hochpraktisch ist, wenn es um das Thema IG-Plattform-ID beispielsweise geht bei IGPUs in der Grafik, ne, wo man ja manchmal die Plattform-ID mitgeben muss. Da darf ich den Hexwert eingeben, der Editor rechnet mir das selbst in das Dataformat und muss ich nicht selber umrechnen, also in den Base64-String, in dieses Format. Wie gesagt, was man da nimmt, hängt so ein bisschen vom persönlichen Geschmack ab. Okay, was haben wir jetzt hier? Wie gesagt, den FI-Ordner, das Thema. Wie komme ich jetzt an eine Playlist? Wenn man hier reinguckt, ist hier keine Config drin. Man sieht, da gibt es keine. Wenn man sich das aber runtergeladen hat, habt ihr, und das ist ein großer, großer Vorteil von OpenCore, ein Verzeichnis, das nennt sich Docs. Und da drin findet ihr die gesamte Dokumentation von OpenCore. Wenn man da mal draufklickt, findet man einmal ein PDF, das nennt sich Configuration PDF, und ihr findet 2 Samples, eine Sample-Playlist und eine Sample-Full-Playlist. Diese beiden Samples sind Beispiele für eine Config-Playlist, wie so eine Config-Playlist aussieht. Das Sample ist so, ich sag mal, das typische Modell einer Config, wie sie auch auf einem laufenden System aussehen kann. Da ist alles das drin, was man braucht, aber eben nicht alles das drin, was man haben könnte. Also es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten zu konfigurieren, als man unterm Strich tatsächlich zum Starten von macOS brauchen würde. Sehen wir auch gleich, was da die Unterschiede sind und was man machen kann und was man nicht machen kann oder machen muss und was man nicht machen muss. Und ihr habt halt, wie gesagt, diese beiden Beispiele. Es empfiehlt sich, dieses Beispiel zu nehmen und anhand dieses Beispiels die eigene Config aufzubauen. Als weiteres habt ihr, und das ist eine sehr wertvolle Quelle dafür, um zu verstehen, wie OpenCore denn eigentlich tickt, dieses PDF-Dokument, was sich da nennt, Configuration PDF. Und dieses Configuration PDF ist
Ich mal gerade gucken, wo ich es habe. Ich hab's doch schon auf. Naja, machen wir es halt nochmal auf. Ist auch egal. Nö. Dieses PDF, sag doch, ich hab's schon auf, ist tatsächlich eure Bedienungsanleitung zu OpenCore. Und ich muss euch an der Stelle sagen, tut eins, lest es. Ich sage das nicht, weil niemand Lust hat, euch zu erklären, wie das funktioniert, sondern weil es halt wichtig ist, die einzelnen Möglichkeiten, die sich da bieten, tatsächlich mal gelesen und verstanden zu haben. Neben einigen allgemeinen Informationen dazu, was in der Konfiguration halt welche Terms, also welche Begrifflichkeiten benutzt werden, ist jeder Abschnitt der Config hier drin haarklein beschrieben. Das heißt also, jedes einzelne, was ich da einstellen kann, ist da beschrieben mit den Werten, die ich da reinschreiben kann und was die tatsächlich unterm Strich bewirken. Wichtig, das selber zu lesen, ist es deshalb, weil jedes System sich ein bisschen anders verhält. Das heißt, das, was ich auf System A brauche, kann auf System B dazu führen, dass es nicht startet und umgekehrt. Deshalb ist es schwer, da eine Patentantwort zu geben oder ein Patentrezept zu sagen, das musst du jetzt machen, damit das funktioniert. Anders als bei den Clover-Paketen, die der Hans da vorhin vorgestellt hat, funktioniert das mit OpenCore nicht ganz so einfach. Das heißt, ich kann nicht einfach eine Config nehmen, die ich auf eine gesamte Gattung stülpen kann und sagen kann, das funktioniert so, sondern das Ganze funktioniert ein bisschen, ist ein bisschen diffiziler und ein bisschen mehr mit Blick auf das, was ich da tatsächlich vor mir habe und ein bisschen weniger allgemein gefasst, als das bei Clover der Fall ist. Ist im ersten Blick für den einen oder anderen sicherlich ein Nachteil, wenn es darum geht, ach ja, ist kompliziert, muss ich selber denken. Ist aber auch ein Vorteil, weil mir das nämlich erlaubt, mein System sehr viel feiner zu konfigurieren, als ich das mit so einer Gießkannengeschichte machen kann. Zusätzlich haben wir einen Lerneffekt dadurch, denn ich muss mich im Zweifel selber damit befassen. Also das heißt, ich muss mich mal wirklich eine Dreiviertelstunde hinsetzen und mir Gedanken darüber machen, was tue ich denn da jetzt überhaupt und wie funktioniert denn das Ganze jetzt überhaupt. Schauen wir mal in die Config rein. Wir haben die Config so aufgebaut, dass wir einzelne Sektionen haben. Wir haben hier oben direkt die erste Sektion, das ist die ACPI-Sektion. Kennen wir aus Clover auch. Haben wir da auch. Und auch die Funktionalität ist relativ ähnlich. Wir haben hier die Möglichkeit, haben hier den Punkt Add, Block, Patch oder Quirks. Ich kann also entweder ACPI-Tabellen hinzufügen. Ich habe jetzt hier einfach die Sample Full Playlist mal geöffnet als Vorlage. Ich mache das hier auch mal gerade groß. Ich kann hier ACPI-Tabellen hinzufügen, so wie ich das in Clover auch kann. Ihr kennt das aus Clover. Ich habe einen ACPI-Ordner und da habe ich in der Ordnerstruktur Origin, wenn ich mir mit F5 diese ACPI-Tabellen mal gezogen habe, liegen die da drin. Ich habe als zweiten Punkt den Ordner in der Clover-Struktur patched. Da kann ich alle ACPI-Tabellen reintun, die ich irgendwie verändert habe. Und Clover greift die da automatisch auf und lädt die. Ganz ähnlich funktioniert das hier auch, nur dass OpenCore nichts automatisch aufgreift. Also ich kann hier in die Verzeichnisstruktur, ich springe nochmal gerade wieder hin zurück. Ihr habt hier, spiegelt sich das wieder, hier habt ihr das Verzeichnis ACPI. Ich kann da reinlegen, was ich will, solange ich nicht in der Config deklariere, was da drin liegt und von dem, was da drin liegt, auch verwendet wird, wird da nichts verwendet. Das heißt, zurückgesprungen auf die Config. Ihr habt hier den Bereich Add und habt unter dem Bereich Add verschiedene Einträge, die hier jetzt beschreiben, was an ACPI-Tabellen hinzugefügt werden soll oder was eben halt nicht. Nehmen wir das gute Beispiel oder das Beispiel DSDT. Hans hat es gerade erwähnt, eigentlich ist es gar nicht mehr so notwendig, dass man großartig in der DSDT rumpatcht. Zum einen deshalb nicht, weil gerade bei modernen Systemen das ACPI, was der Rechner selber hat und liefert, inzwischen gar nicht mehr so verbogen ist oder so weit weg ist, sagen wir es mal mehr so weit weg ist von dem, was macOS gerne an ACPI haben wollen würde. Das heißt, dementsprechend, so viel müssen wir da sowieso schon gar nicht mehr machen. Schon gar nicht in der DSDT selber.
Da gibt es inzwischen andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine Möglichkeit ist das Thema über Kexte. Whatever Green ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel dazu. Das, was wir früher machen mussten, um macOS klarzumachen, höre mal, mein Lieber, das Ding, was in meinem Computer hier, was weiß ich, PCI 0, WIT 1, schlag mich tot heißt, ist in Wirklichkeit iGPU. Das heißt, früher musste man hingehen, DSDT renamen. So dass in der DSDT das Ding halt auch iGPU heißt, damit macOS das da findet. Ne? Müssen wir heute nicht mehr, weil Whatever Green macht das selbstständig. Zudem gibt es die Möglichkeit über Device Properties, also über Sachen, die man an die PCI-Adresse der jeweiligen Geräte hängt, zu sagen, höre mal macOS, dieses Device ist genau das, und zwar völlig egal, was da im ACPI drinsteht, wie das da heißt. Ne? Deshalb muss man da gar nicht mehr so viel patchen. Aber es gibt Systeme, da muss man das tun. Ein gutes Beispiel dabei sind Laptops. Ein leidiges Thema bei Laptops ist ja sehr gerne die Akkuanzeige unter macOS. Ne? Man kennt das, man installiert macOS auf dem Laptop, das läuft auch alles ganz prima, nur die Akkuanzeige geht nicht. Es zeigt halt einfach nichts an oder eine durchgestrichene Batterie. Es gibt da eine ganze Litanei von DSDT-Patches dazu für alle möglichen erdenklichen Laptop-Modelle, die man da anwenden kann. Und für solche Zwecke, da gibt es tatsächlich noch keine Kexte oder sowas, die das einem übernehmen. Da braucht man es. Aber für viele andere Sachen halt nicht mehr. Nichtsdestotrotz brauche ich was und will ich was hinzufügen, kann ich das hier tun. Ganz wichtig ist, wir haben für jeden Eintrag, den wir hier haben, drei Sachen, die wir angeben können. Nämlich einmal einen Kommentar, da kann ich mir selber hinschreiben, was ist denn das da überhaupt, was ich da einfügen möchte. Meinetwegen eine gepatchte DSDT. Ich könnte jetzt hier, nehmen wir mal an, ich habe einen Laptop und ich habe jetzt auf meine DSDT einen Batteriepatch eingewendet. Und dann kann ich hier reinschreiben, DSDT mit Patches für die Akkuanzeige. So, fertig, ne? Das ist für mich, damit ich nachher auch noch weiß, was habe ich denn da eigentlich gemacht. Für OpenCore ist das irrelevant, was in dem Kommentar steht. Da kann ich auch reinschreiben, was weiß ich, lange Nase, kurze Beine oder was auch immer. Ich kann als nächstes entscheiden, möchte ich das zulassen, dass es geladen wird oder nicht. Also ich kann sagen, enabled, ja, nein. Ist ganz praktisch, wenn es mir darum geht, mal zu gucken, wenn ich irgendwas gemacht habe und ich habe ein Fehlverhalten und ich will eingrenzen, wo kommt das her, kann ich hier sagen, okay, lad die DSDT vielleicht mal nicht. Oder ich kann mir drei verschiedene da reinpacken, wo ich drei verschiedene Sachen gemacht habe, die ich alle drei anders nenne und kann so steuern, welche geladen werden soll und kann gucken, welche wirkt sich wie aus. Über diese Steuerungsmöglichkeit kann ich immer sagen, ja, nein, funktioniert, funktioniert nicht. Und als drittes muss ich den Pfad angeben. Der Pfad bezieht sich immer auf die Ordnerstruktur hier. Das heißt, wenn ich hier einfach reinschreibe DSDT, dann meint OpenCore oder geht OpenCore davon aus, er findet das File unter OCACPI in dem Pfad. Würde ich jetzt wollen, dass da noch ein Unterverzeichnis ist, kann ich das da anlegen, dann müsste ich das hier im Pfad aber mit angehen. Das ist der Punkt Add. Das kann ich hier tun, genauso wie in Clover auch. Eine Sache solltet ihr bedenken, OpenCore, anders als Clover, differenziert nicht, welches Betriebssystem gestartet werden soll. Es ist also völlig egal, ob ihr macOS startet, ob ihr Windows startet, ob ihr ein Linux startet oder ein Hubschrauber. Interessiert nicht. Alles, was da an ACPI geaddet werden soll, wird geaddet. Unabhängig davon, welches Betriebssystem gestartet wird. Clover differenziert da. Clover würde diese ganzen Patches nur anwenden, wenn man macOS starten will. Würde das aber zum Beispiel nicht tun, wenn Windows gestartet werden soll. OpenCore arbeitet hier anders. OpenCore packt das immer dazu. Solltet ihr im Hinterkopf behalten, wenn ihr DSDT-Patches macht und schreibt, dass ihr diese so schreibt, dass sie nur für Darwin greifen. Das geht über die OSI-Methode. Oder über die OSI-Weiche. Ihr könnt also im Prinzip ein if-OSI gleich Darwin einfügen für eure Modifikation und könnt damit in der DSDT steuern, soll es nur geladen werden, wenn Darwin startet, also nur wenn macOS startet, oder soll es generell geladen werden. Ne? Im Hinterkopf behalten, also wenn ihr irgendwelche wilden DSDT-Patch-Orgien vorhabt und ihr vorhabt, noch was anderes auf dem Rechner laufen zu lassen, außer macOS,
dann bitte nicht wundern, wenn vielleicht das andere außer macOS dann nicht mehr funktioniert, weil das könnte dann daran liegen, dass ihr irgendwas im ACPI gebogen habt, was mit Windows nicht mehr so wirklich spielt und umgekehrt. Von daher ganz wichtig, im Hinterkopf behalten, alles was ihr da tut, wirkt sich auf alle Betriebssysteme aus, die ihr auf dem Rechner starten möchtet. Nicht nur auf macOS. Ja, dann haben wir Block. Auch hier haben wir Beispiele drin, die einfach zeigen, hier kann man halt auch bestimmte Tabellen blocken. Also man kann bestimmte Tabellen auch vom Laden ausschließen, was manchmal ganz praktisch ist im Kontext zu macOS, wenn es zum Beispiel um das Thema CPU Power Management geht oder sowas. Kann man hier eben entsprechend auch nochmal bestimmte Tabellen blocken. Das ist ziemlich analog zu dem, was auch in Clover möglich ist. Auch in Clover habt ihr die Möglichkeit, ACPI-Tabellen nicht zu laden, also zu blocken, so dass das Laden dieser Tabellen unterdrückt wird, und so geht es hier in OpenCore auch. Patch verhält sich analog zu dem Bereich Patches in Clover. Auch hier habe ich die Möglichkeit, was heißt nicht ganz analog? Clover funktioniert da so ein bisschen mit der Brechstange. Clover funktioniert nach dem Motto suchen, finden, austauschen, und zwar egal wo und egal wann. Bei OpenCore kann ich es ein bisschen besser steuern. Also das, was wir in Clover, im Clover-Konfigurator oben in diesem ACPI-Bereich haben, wo wir die Renames haben und diese Geschichten. Ihr wisst, wo ich bin, könnt ihr euch vorstellen. So ähnlich kann ich das hier auch machen. Das heißt, das, was ich in Clover da machen kann, kann ich auch hier machen. Ich kann zum Beispiel sagen, benenne, was weiß ich, das Device GFX0 im ACPU mit IGPU. Kann ich hier auch tun. Ich kann aber hier auch sagen, macht das bitte nur in bestimmten Tabellen. Also hier über die Table Signature kann ich das eingrenzen. Macht das nur in bestimmten Tabellen. Macht das nur eine bestimmte Häufigkeit mal. Also das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, macht das nur einmal, wenn ich das nur einmal ersetzen würde. Oder zweimal, wenn ich dann 0 stehen lasse, macht das halt so oft, er es findet. Ich kann auch sagen, ich möchte da eine bestimmte Suchmaske für haben. Habe hier also Möglichkeiten, das Ganze noch ein bisschen granulierter noch zu machen, als es im Clover der Fall ist. Wenn man das genau nachlesen möchte, und da sei es wieder tatsächlich euch ans Herz gelegt, schaut hier rein, denn hier ist es erklärt. Ich nehme jetzt mal die Maus, das geht glaube ich besser als mit diesem, genau. So ein Stückchen weiter runter scroller. Dann habt ihr hier die Erklärung dazu. Also er sagt Count, und das ist ein gutes Beispiel, das ist jeder Block einfach tatsächlich genau dokumentiert. Hier steht genau drin, was ich da machen kann, und da steht auch genau drin, welcher Eintrag was tatsächlich bewirkt. Ja, Count zum Beispiel, da steht, okay, gefragt ist da ein Zahlenwert, also Property List Integer als Datentyp, als Eintrag, die sichere Variante ist der Eintrag 0 und er sagt, wie oft soll der Patch angewandt werden. 0 steht dahinter, applies the patch to all occurrences. Also 0 heißt für alle, was ich finde. Ich kann immer sagen, ich will das, wenn ich das nur an bestimmten Stellen haben will, kann ich auch sagen, tausche es nur einmal oder zweimal an der Stelle oder dreimal. Und so ist es hier wirklich für jedes, bis ins kleinste Detail erklärt, für alles, was ich da tatsächlich eintragen können wollen würde, was da gefragt ist und wie ich es eintragen soll. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Gehen wir mal zurück. Das letzte, was wir hier haben, ist so ein bisschen Convenience, das ist der Punkt Quirks. Hier habe ich das, was wir im Clover auch kennen, was wir so in dem unteren Bereich haben, in dem ACPI-Bereich vom Clover-Konfigurator, so ähnlich finde ich es hier auch wieder. Ich habe hier einmal zum Beispiel drin, dieses Enable Reset, Normalize Headers, Rebase Regions, Reset Hardware Signature und Reset Logo Status. Enable Reset ist klar, ne? Das ist dieser Reset-Halt-Enabler, den wir in Clover unten drin haben. Wir haben Normalize Headers, das ist im Prinzip auch klar. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass mit Hi Sierra war es so, das Thema Matz-Tabellen. Bei manchen Firmwares hatte die Matz-Tabelle eine falsche Compiler-Kennung. Da stand irgendein Blödsinn drin. Hat dazu geführt, dass macOS sich abgehangen hat und beschwert hat, ACPI-Fehler tot, Ende. Dieses Normalize Headers hat das adressiert und hat halt einfach bei allen ACPI-Tabellen die Header rausgestrichen und hat normalisierte Header reingeschrieben, sodass es da nicht mehr gemeckert hat. Ist jetzt nicht mehr relevant, das heißt,
Mojave und auch Catalina stören sich da nicht mehr dran, dann braucht es eigentlich nicht mehr wirklich. Aber wenn man noch mit High Sierra unterwegs ist, ist das da eine praktische Geschichte, wenn man da diese Tabellen nicht händisch reparieren möchte. Also auch diese Möglichkeiten gibt es an der Stelle. Die kann ich einfach mit Yes oder No enablen oder disablen. Ganz einfach. Hier müsst ihr schauen, wenn ihr umsteigt von Clover auf OpenCore, schaut euch in eurer Config-Playlist an, welche von den Patches habe ich da gesetzt, welche brauche ich da und übernehmt die einfach. Seid ihr auf der sicheren Seite. Zum Thema ACPI. Zweiter Punkt ist hier der Punkt Booter. Und der Punkt Booter ist so ein Punkt, der trifft ganz gut das Thema. Da kann man einiges einstellen, sollte man aber nur machen, wenn man weiß, was man tut. Im Normalfall kann man das übernehmen, was tatsächlich in dem Sample drinnen ist. Denn da ist eigentlich schon eingestellt, was Sinn macht. Vieles von dem, was jetzt hier mit No abgehakt ist, sind Sachen, die brauche ich nicht wirklich auf den meisten Rechnern. Manche ja, die meisten brauchen es aber nicht. Ihr habt hier zum Beispiel drin dieses Avoid Runtime Defrag. Ist ein Punkt, der steht in der Bedienungsanleitung drin, mit Ausnahme von Apple Hardware selber und virtuellen Maschinen braucht eigentlich jedes System diesen Punkt auf Yes. Sollte man also auch auf Yes stehen lassen, es sei denn, man möchte OpenCore auf einem Mac installieren, was man kann, tatsächlich. Ist eine nette Geschichte, wenn man auf älterer Apple-Hardware aktuellere Betriebssysteme installieren möchte. Dafür ist das nämlich hochgradig praktisch. Geht, kann man machen, ist dafür designt tatsächlich. Oder halt in der VM-Umgebung, da kann man es auch ausmachen, weil da kümmert sich der Hypervisor darum. Bei allen anderen Systemen sollte man das auf Yes stehen lassen, weil sonst kann es einem passieren, dass einem die Kiste nicht startet. Die anderen Sachen kann man setzen, muss man nicht. Disable Single User zum Beispiel ist so ein Security Feature. Ihr wisst das alle, ihr könnt macOS mit dem Bootflag minus S ist es, glaube ich, ne? Beziehungsweise durch die Hotkey Alt S, glaube ich, am Mac im Single User Mode starten. Das heißt einfach in die Konsole hinein, in eine Root Shell. Ist praktisch, ist aber auch gefährlich. Warum ist es gefährlich? Weil es eine Root Shell ist. Das heißt, habe ich einen Rechner, wo die SIP generell ausgeschaltet ist, vor mir, also die System Integrity Protection, befinde ich mich auf dem Root-File-System mit Root-Rechten, wenn ich im Single-User-Mode starte. Jetzt wird natürlich der Durchschnitts-Hackintoscher, die wir ja nun mal sind, seinen Rechner zu Hause stehen haben und da selber dran gehen und auch sonst keiner, und das ist relativ egal, ob das möglich ist oder nicht. Habe ich den Rechner aber in einem Umfeld, wo auch andere darauf Zugriff haben, dann mag ich vielleicht sagen, ja, ich möchte ganz gerne, dass der Single-User-Mode nicht funktioniert, weil damit kann ich effektiv verhindern, schon auf Booter-Ebene, dass jemand in den Single-User-Mode bootet und mir an Daten rankommt, wo er eigentlich nichts dran zu suchen hat. Dafür ist dieser Punkt praktisch. Bei den anderen Geschichten kann ich nur empfehlen, schaut auch da wieder in das PDF. Ich will nicht jedes einzelne davon jetzt erklären, das würde zu weit gehen, weil dann sitzen wir morgen noch hier, eben drum. Es sind einige Sachen, die sehr interessant sind, einige Sachen, die man nutzen kann, sollte, andere wieder nicht. Disable Variable Write zum Beispiel ist so eine Geschichte, da gehe ich auch nochmal kurz drauf ein. Ihr kennt alle das Thema NVRAM oder PRAM, wie es eigentlich richtigerweise heißen müsste. macOS nutzt das relativ viel, um Informationen zu speichern. Das heißt, dieser nicht flüchtige RAM ist ja ein Teil der Firmware, wo Variablen abgelegt werden, die bestimmte Informationen enthalten können. Zum Beispiel Bootflex, zum Beispiel Informationen über den Systemstatus, bin ich jetzt hibernated oder nicht und so weiter und so fort. Man kann an der Stelle sagen, ich möchte gerne, dass das da nicht gespeichert werden kann. Es kann verschiedene Ursachen haben, warum man das machen möchte. Unter anderem zum Beispiel die Tatsache, dass wir ein System haben, das da eventuell nicht so drauf reagiert, wie es soll. Und das kann dann dazu führen, dass mir die Kiste abschmiert. Da gibt es dann Möglichkeiten, in VRAM zu emulieren. Ne? Thema haben wir in Clover auch schon. Emo-Variable heißt der Spaß da, der das Ganze dann in einen File ablegt auf die Platte, anstatt das physikalisch in den VRAM zu schreiben.
ist mitunter vielleicht hier auch nötig, wenn der native NV-RAM nicht funktioniert, dann kann man das da entsprechend biegen. Aber wie gesagt, an der Stelle kann ich euch nur ans Herz legen, schaut in die Dokumentation dazu. Da ist es genau beschrieben, was tut. Und hier haben wir zum Beispiel, wo war er denn? Da, Disable Variable Light is a security option allowing to restrict VRAM access in macOS. Funktioniert aber nur, wenn ihr das OC Firmware Runtime Protokoll auch aktiviert habt. Vieles hängt auch voneinander ab, deshalb, wie gesagt, schaut bitte, bitte, bitte in diese Dokumentation rein. Die geben sich echt Mühe, das kleinteilig zu dokumentieren und machen das Ganze hervorragend. Ich wäre froh gewesen damals, als Clover neu kam, wenn es da sowas gegeben hätte. Gab es nicht in der Form. Ich weiß nicht, wer von euch schon so lange dabei ist, dass er den Move von, also das leichte Siechen von Chameleon mitbekommen hat und den Schwenk zu Clover. Für die, die da lange genug bei waren und Chameleon gut kannten, die haben sich mit Clover die Haare gerauft und haben sich gedacht, ach du Scheiße, was ist das für ein Moloch, für ein kompliziertes Ding, diese riesen Config-Playlist, diese ganzen Möglichkeiten, die man da hat, und nichts davon ist wirklich dokumentiert gewesen. Es war viel Trial and Error und viel Raten, und bei OpenCore ist es wirklich sauber bis ins Detail dokumentiert. Schaut es euch an. Das kann ich euch nur wirklich immer wieder ans Herz legen. Gut. Dann kommen wir zu einem Punkt, der, ich überspringe mal die Device Properties. Das funktioniert so ähnlich, wie das in Clover auch funktioniert. Gebe euch an der Stelle nur mit, die Device Properties sind für euch an einer Stelle ganz wichtig, nämlich wenn es um das Thema Prozessorgrafik geht, IGPU. Ihr kennt das bei Clover, da gibt es im Clover-Konfigurator den Punkt Graphics und da kann man dann anhaken Inject Intel und dann kann man eine IG-Plattform-ID auswählen und dann kann man hoffen, dass das anschließend funktioniert. Tut es meistens auch, manchmal aber auch nicht. So funktioniert das mit OpenCore nicht. Sondern OpenCore setzt auf Device Properties. Es ist angeraten, an der Stelle tatsächlich im Zusammenhang mit den Device Properties auch WhatEverGreen zu nutzen als Text. Warum? Weil WhatEverGreen aufgreift, was in den Device Properties steht und sich darum kümmert, alles weitere macOS entsprechend sauber beizubügeln. Gerade was auch die IGPU angeht. Denn ich habe ja gerade beim Bereich ACPI schon darüber gesprochen, man sollte möglichst vermeiden, da irgendwelche Sachen zu renamen, umzubiegen, hin und her zu verwurschten, wenn es nicht unbedingt gerade notwendig ist. Mit Blick auf die Tatsache, dass man ja vielleicht auch nochmal Windows starten möchte oder vielleicht auch nochmal ein Linux. Windows ist da noch eher unkritisch. Windows ist das eigentlich relativ egal, ob das Ding jetzt im ACPI IGPU heißt GFX0 oder schlag mich tot. Windows guckt an der Stelle halt einfach nach der PCI-Adresse und lädt einen entsprechenden Treiber dafür. Dem ist das recht egal. Haariger wird es dann, wenn es darum geht, ich möchte vielleicht noch ein Linux da drauf laufen lassen oder ein Unix-System, was sich halt auch so ein bisschen auf das ACPI verlässt und da was anderes erwartet als das, was drinnen steht. Deshalb an der Stelle über die Properties, und da kommen wir gleich nochmal zu, wenn es um das Thema Hacking-Tool geht. Über die Device-Properties kann ich einem Device anhand seiner PCI-Adresse bestimmte Eigenschaften mitgeben, die ich brauche, um dieses Device genauer zu beschreiben. Im Falle der IGPU kann ein solches Device-Property sein, zum Beispiel die IG-Plattform-ID, die ich da mitgeben kann. Die haben wir hier beispielhaft auch schon mal mit drin stehen als Property, da steht einfach APPL IG-Plattform-ID. Wenn ich jetzt hier möchte, dass da eine IG-Plattform-ID drinsteht, nehmen wir zum Beispiel mal Haus- und Wiesen-Plattform-ID für die Intel HD 4000. Wäre die 0366 8086 zum Beispiel. 01, 0, ja, von mir aus auch 0166. Ja, ob 01 oder 03 ist ja eigentlich auch wurscht. Geht nur darum, schreibe ich da rein. Damit habe ich die IG-Plattform-ID gesetzt. Wichtig,
Bit flipped an der Stelle, also umgedreht, genau rückwärts gelesen sozusagen, weil richtigerweise, naja, was heißt richtigerweise, im Clover-Konfigurator steht 8086, 6601 und ihr müsst es halt im Prinzip genau umdrehen, damit es da richtig ankommt. Was hier passiert ist, dieses Property wird mitgegeben, whatever green sieht das und weiß dann, okay, ich muss eben entsprechend diese Sachen an macOS weitergeben. Das in dem Punkt, nur wenn es darum geht, ihr möchtet eine Grafik injecten oder sowas, das passiert an der Stelle. Es passiert aber auch das wieder analog zu Clover. Ihr macht also in Clover ja nichts anderes, als da auch die Plattform-ID angeben. Und hier macht ihr das auch. Dieser Steuerhaken, inject Intel oder nicht, passiert hier einfach dadurch, dass da ein Property drinsteht oder nicht drinsteht. Ne? Okay, das sind die Device-Properties. Jetzt kommen wir aber noch zu einem Punkt, der interessant ist, in der sich mal so gänzlich anders verhält, als das bei Clover der Fall ist. Und das ist der Punkt Kernel. Im Punkt Kernel habt ihr 5 Unterpunkte, Add, Block, Emulate, Patch und Quirks. Interessant ist der Punkt Add. Oh, ich glaube, ich laufe aus dem Bild. Ihr kennt das bei Clover, ist es ja einfach so, wenn ihr Extensions laden möchtet, wenn ihr möchtet, dass Clover irgendwas an Keksten lädt, dann schmeißt ihr das einfach in das Verzeichnis. Ne? Clover Kext Asas reinschmeißen und passiert dann schon. Bei Clover funktioniert das ohne Ansehen dessen, was Sinn macht oder nicht Sinn macht, das passiert einfach. Das ist alles, was da ist, wird reingeschmissen. Bei OpenCore ist das nicht so. Ich kann bei OpenCore, wenn wir nochmal in die Verzeichnisstruktur springen, ich kann in dieses Verzeichnis Kext reinschmeißen, was immer ich möchte. Ich kann da also ganz fürchterlich übertreiben. Ich nehme mal hier jetzt dieses Beispiel, was ich gerade hatte, wo ich sagte, huch, das ist ja ganz fürchterlich voll. Ihr seht, ich habe da einen ganzen Haufen drin. Und jetzt weiß ich auch, warum das so riesig ist, weil hier sind zwei Extensions drin, die sind für einen USB-WLAN-Stick. Und da ist eine von 15 MB groß, weil die deckt so ziemlich diese gesamte Palette an Realtek USB-WLAN-Dongles an, die man da ranstöpseln kann. Die ganze Geschichte ist für Mojave und höher. Interessant, weil viele von diesen WLAN-Dongles funktionieren halt unter Mojave ja eigentlich nicht mehr und da gibt es jetzt einen neuen, ist auch egal. Jedenfalls, ich kann da reinschmeißen, was immer ich will. Wenn ich in der Config nicht sage, was da drin steht, passiert damit erstmal nichts. Die stehen da und sonst passiert nichts. Ich muss also in der Config über Add OpenCore sagen, welche von diesen ganzen vielen Sachen, die ich da reingeschmissen habe, möchte ich denn überhaupt verwenden? Und das ist auf den ersten Blick ein bisschen mühselig, weil ich muss für jede Kext, die ich da habe, da einen Eintrag erzeugen. Ich muss sagen, wie heißt die Kext? Hier im Beispiel von Lilo, also so ein paar sind schon vorbelegt, da macht es sich bezahlt, das Bundle zu, also die Sample-Playlist als Vorlage zu benutzen, denn die grundlegenden Sachen hat man da schon drin. Lilo ist drin, Virtual SMC ist drin, ich habe Whatever Green drin, ich habe Apple ALC drin, also alles das, was ich so grundsätzlich schon mal brauche, ist da eh schon drin. Praktisch. Und ich habe eine Blaupause, um mir anzugucken, wie kann ich denn meine eigenen dazufügen. Wichtig ist an der Stelle Folgendes zu beachten. Anders als bei Clover, wo ich ja einfach alles in den Ordner schmeiße und mich nicht drum kümmern muss, ist es bei OpenCore so, dass OpenCore die Extensions in der Reihenfolge lädt, wie sie in der Config-Playlist stehen. Ganz wichtig, wenn ihr Extensions habt, die Abhängigkeiten zueinander haben. Nehmen wir mal als Beispiel wieder mein Lieblingsbeispiel, Laptop. Damit meine Tastatur und mein Touchpad funktioniert, brauche ich den Voodoo PS2-Kext. Wenn ich mir den angucke, dann habe ich den Voodoo PS2-Kext und wenn ich da mal ein Auge reinhalte in diesen Kext, befinden sich in der Kext ein Plugin-Ordner und in dem Plugin-Ordner sind nochmal drei Kexte drin. Das ist nämlich einmal der Voodoo PS2-Keyboard, Voodoo PS2-Maus und Voodoo PS2-Touchpad-Kext drin. Schmeiße ich jetzt nur den Voodoo PS2 hier rein in die Config und schreibe ihm da rein, so, nimm Voodoo PS2-Kext, dann lädt er mir den zwar, aber ich werde keine Tastatur haben, die ich benutzen kann. Ich werde auch kein Touchpad haben, was ich benutzen kann. Warum nicht? Weil ich die beiden Plugins nicht angegeben habe, die ich dafür brauche, nämlich Voodoo PS2-Tastatur und Voodoo PS2-Touchpad. Das ist mal der erste Punkt. Jetzt bin ich so pfiffig, ich habe mir gedacht, okay, die muss ich da auch reinschreiben. Jetzt mache ich Eintrag 1 Voodoo PS2 Touchpad,
Eintrag 2 Voodoo PS2 Maus, Eintrag 3 Voodoo PS2 Tastatur, Eintrag 4 Voodoo PS2 Text. Ich starte meinen Rechner und wundere mich nicht schlecht. Ich habe keine Tastatur, ich habe auch keine Maus. Warum nicht? Weil Voodoo PS2 Touchpad, Maus und Tastatur eine Abhängigkeit haben zu Voodoo PS2. Das heißt, der Voodoo PS2 muss geladen sein als allererster, damit die anderen überhaupt funktionieren können. Das müsst ihr beim Hinzufügen bedenken. Bedenkt in der Reihenfolge die Abhängigkeiten, die es da geben kann. Bei den ACID Antera Casts, also wie Virtual SMC, wie Whatevergreen, Apple ALT und so weiter und so fort, gibt es immer eine Abhängigkeit zu Lilu. Das heißt, Lilu muss immer der Erste sein. Dann könnt ihr dann aber in beliebiger Reihenfolge Virtual SMC, Whatevergreen, Apple ALC und so weiter und so fort darin schmeißen. Völlig egal. Könnt ihr machen. Bedenkt das bitte bei allen Sachen, die Abhängigkeiten zueinander haben. Wundert euch nicht, wenn irgendwas funktioniert, nicht funktioniert, wie soll. Schaut nochmal genau nach, gerade wenn ihr umsteigt von Clover auf OpenCore, habe ich Abhängigkeiten, die ich vielleicht noch auflösen muss. Und wenn ja, ihr könnt, wenn ihr einen Plist-Editor benutzt und das nicht mit einem Text-Editor macht, habt ihr ja hier diese wunderschöne und recht praktische Baumdarstellung. Ihr könnt, wenn ihr hier irgendwas verhudelt habt und das ändern wollt, es ist einmal Arbeit, das reinzuschreiben. Wobei so viel Arbeit eigentlich auch nicht, weil ich kann, jetzt habe ich hier schon einen Quatsch gemacht, ich kann einfach hingehen und kann sagen, wenn ich eine so eine Blaupause habe, so eine Vorlage, mache ich einen Rechtsklick drauf, hier in dem Fall bei Plist Edit Pro und sage einfach duplizieren. Dann habe ich den hier nochmal drin stehen, kann mir den aufklappen und brauche hier einfach nur den Namen ändern und den Executable Path ändern. Also im Prinzip hier nur zweimal den anderen Namen reinschreiben und bin fertig damit. Das ist also nicht so aufwendig. Was ihr aber machen könnt, ist, wenn ihr irgendwas in der falschen Reihenfolge habt, ihr könnt euch den schnappen und könnt den einfach hier umsortieren. Das geht grafisch. Das heißt, ihr müsst da nichts großartig hin und her, sondern könnt dann hier das entsprechend so schieben, wie ihr es braucht. Daher aber auch der Tipp, wenn ihr das anfangt und erstmal machen wollt, macht es bitte nicht direkt auf der Festplatte. Macht euch einen USB-Stick. Könnt ihr ganz locker. Einfach einen USB-Stick, GPT partitionieren, auf die EFI-Partition die Verzeichnisstruktur draufschmeißen, Texte reinschmeißen, die Drivers aus dem Apple Support Package reinschmeißen und dann könnt ihr euch daran ausprobieren. Ihr könnt über den USB-Stick starten und ihr könnt es so lange probieren, bis der über den USB-Stick startet und so startet, wie er starten soll und dann könnt ihr es auf die Festplatte schmeißen und fertig. Hat den Vorteil, ihr habt immer euer bootfähiges System in der Hinterhand. Und er leidet keinen Schaden dadurch. Und könnt euch die Zeit nehmen, die notwendig ist, die Konfiguration von OpenCore sauber zu machen und zu verstehen. Das ist, denke ich, auch nicht unwichtig. So, was haben wir noch? Ja, Block kennen wir aus Clover auch. Extensions blocken. Hier zum Beispiel der altbekannte, berühmt-berüchtigte und weithin beliebte Apple Tiny MCE Driver Kext, den man blocken muss, wenn man zum Beispiel Mac Pro 5.1 verwendet, ohne EEC-RAM da drin zu haben. Da kann man den blocken. Hier kann man auch andere Extensions noch angeben, die man blocken möchte, ist weithin bekannt. Emulate, hier kann man eben entsprechend sagen, ich möchte einen bestimmten CPU-Typen emulieren. Ist ganz praktisch, wenn man CPUs hat, die macOS selber nicht so ganz kennt, kann man da eine ID eingeben. Gibt es unter Clover auch. Ist analog. Wollen wir mal groß erklären. Patch, auch analog zu Clover. Hier kann ich eben auch entsprechende Patches vornehmen an Kexts. Funktioniert on the fly, genau wie das bei Clover Kext to Patch auch funktioniert. Auch hier habe ich die Möglichkeit, das entsprechend zu machen. Also das ist dem sehr ähnlich und bei den Quirks ist es auch so ähnlich. Ich habe hier auch die Möglichkeit, eben entsprechende Kernel-Patches anzuwenden, so wie das bei Clover auch funktioniert. Einer ist an der Stelle ganz interessant, und zwar ist das der Disable I.O. Mapper. Dieser hier. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr im BIOS eures Rechners VTD, also VT-D aktiviert habt als Virtualisierungstechnik, fliegt euch macOS um die Ohren, wenn ihr startet und in Clover nicht Dart gleich 0 gesetzt habt, zum Beispiel als Boot-Arc. Weil macOS mit dieser entsprechenden Virtualisierungstechnik nicht umgehen kann. Hier könnt ihr
damit haben wir wieder das Thema, Open Core kümmert sich eigentlich nicht darum, was gestartet werden soll für ein Betriebssystem. Manche Betriebssysteme brauchen aber VTD. Oder ihr wollt es gerne haben, weil ihr in manchen Betriebssystemen virtualisieren wollt und den direkten Zugriff braucht. Dann könnt ihr hier sagen, Disable IO Mapper, was passiert? Der macOS-Kernel wird dahingehend gepatcht, dass er sagt, nö, den kenne ich nicht, den mache ich nicht. Ich kann also mein VTD im BIOS angehakt lassen. Ich brauche keinen Daten 0 hinschreiben und habe keinen Schaden. Kann also macOS nutzen, kann aber gleichzeitig auch mein anderes Betriebssystem nutzen und habe die Hardware-Virtualisierung voll aktiv, ohne dass ich da rumfummeln muss. Praktisch. Und ansonsten kennen wir hier die Sachen, die man halt auch kennt. Es gibt hier eben die XCPM-Patches, so wie wir sie auch kennen. Das ist einmal, die heißen halt hier ein bisschen anders. Im Clover-Konfigurator würde dieser Apple CPU PM CFG Lock Apple Intel Power Management Patch Dingenskirchen, dieser Haken da heißen. Der da drunter ist der die beiden XCPM-Patches, die haben wir da auch, das kennen wir, ne? Ist nichts Neues. Also es heißt hier ein bisschen anders, ist aber im Grunde dasselbe in grün. Interessant ist, es gibt hier den XHCI Port Limit Patch, der ist mit eingebaut direkt. Den kann ich direkt mit Haken auf Yes setzen. Funktioniert bis Catalina. Tatsächlich. Hebt mir den Port Limit auf, in der Bedienungsanleitung steht, und das sollte man sich bitte zu Herzen nehmen. Das ist keine Dauerlösung. Sondern den benutzt man, um sich einen Custom USB Keks zu erstellen. Wie man das macht, kommt gleich. Der hebt aber erstmal die Limitierung auf, damit ich meine USB-Ports mal einmal durchpiepen kann, um zu gucken, welche Ports habe ich denn überhaupt im Zugriff und muss ich angeben und welche nicht. Habe ich das einmal fertig, kann ich den da wieder rausnehmen. Man sollte den nicht als Dauerlösung benutzen. Ich weiß, dass das bequemerweise gerne gemacht wird, ist aber nicht Sinn der Übung. Ja, so viel einmal schnell über Kernel geflogen. Was haben wir noch? Wir haben MISC. Das dauert ganz fürchterlich lange, es tut mir leid, aber es ist... was haben wir unter MISC? Wir haben unter MISC die Möglichkeit, verschiedentlich das Verhalten zu steuern. Wir haben einmal Bless Override. Bless Override ist eine interessante Geschichte, wenn es darum geht, ich möchte in einem Multiboot arbeiten und ich habe aber jetzt nicht den Luxus, dass ich einen Rechner habe, wo ich zwei Festplatten drin habe, wo ich auf die eine Festplatte macOS und auf die andere Windows installieren kann. Wenn ich den Luxus habe, brauche ich mir damit keine Gedanken machen, weil OpenCore findet mein macOS auf der einen und mein Windows auf der anderen Festplatte von ganz alleine und schreibt dafür einen Booteintrag. So weit, so schick. Den Luxus habe ich aber nicht immer. Manchmal habe ich einen Multiboot und ich habe aber nur eine Festplatte und ich muss das Betriebssystem oder beide Betriebssysteme in zwei Partitionen auf dieselbe Platte installieren. Was da passiert, ist Folgendes. Ich starte, mein macOS wird gefunden werden, aber mein Windows nicht. Und zwar deshalb nicht, weil das Bootfile oder der Booteintrag von Windows auf meiner EFI-Partition in diesem Microsoft-Ordner liegt. Wir haben das vorhin gesehen und da sucht einfach OpenCore nicht danach. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mir einmal über Entries ein Custom Boot Entry dafür erzeugen. Dazu brauche ich im Prinzip, hier haben wir schon mal so ein Beispiel, wie sowas aussehen kann. Dafür brauche ich im Prinzip einmal den kompletten PCI-Pass dazu. Und die Bezeichnung, den PCI-Pass findet man über die EFI-Shell raus. Das heißt, unter Tools, da sind wir wieder gleich, komme ich gleich zu, kann ich mir die EFI-Shell aktivieren, kann dann in die EFI-Shell booten, kann mir einmal die Mappings anschauen, kann mir den Pass abschreiben, kopieren, was auch immer. Und da reinkopieren und mir ein Custom Boot Entry dazu machen. Tut gar nicht weh, kann ich aus Erfahrung sagen. Ich habe es nämlich kürzlich erst gemacht. Gut, es hat ein bisschen gedauert, bis ich es verstanden habe, aber wenn man es einmal verstanden hat, tut es gar nicht weh. Es ist wirklich einfach einmal die EFI-Shell booten, das ist auf die Taste drücken, die bootet, und der zeigt dir das Mapping an und muss halt einfach nur gucken, was steht da, PCI, Root 0, X, weiß ich nicht, schlag mich tot, das muss ich mir halt einmal diese Litanei da kopieren, füge die da ein, bin fertig damit. So ähnlich funktioniert das mit dem Bless Override. Wir haben es ganz am Anfang, als es um die Struktur der EFI-ESP-Partition ging, ja schon mal gesagt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie so ein UEFI tatsächlich booten kann. Die eine Möglichkeit ist halt tatsächlich über die ESP. Das heißt, die Firmware guckt auf der ESP in das Verzeichnis
EFI, gibt es da ein Verzeichnis Boot, gibt es da ein File bootx64.efi? Wenn ja, nehme ich, ist gekauft. Ne? Da geht es dann weiter. Die zweite Variante ist, ihr kennt das alle von den Windows-Kisten zum Beispiel. Hat man Windows 10 zum Beispiel einmal installiert und gestartet und ruft dann das BIOS-Boot-Menü auf, habt ihr einen Punkt, da steht Windows 10. Da steht nicht Festplatte, was weiß ich, SanDisk, schlag mich tot, sondern da steht Windows 10. Das gleiche geht auch mit macOS. Habt ihr macOS und einen unterstützten oder einen sauber funktionierenden PRAM oder NVRAM und ihr wählt in der Systemsteuerung in macOS unter Startvolumen aus macOS und ihr startet neu und macht dann das BIOS-Boot-Menü auf, habt ihr einen Eintrag, da steht macOS. Und so ähnlich funktioniert das hier auch. In dieses Bless Override könnt ihr den Pfad eingeben. Also ihr könnt hier ein neues Element erzeugen, klar, neues Kind-Element. Und könnt hier dann den Pfad eingeben, wo beispielsweise das Boot-File von Windows gefunden werden kann. EFI, Microsoft, Boot, schlag mich tot, wie auch immer es heißt. Könnt ihr da reinschreiben, immer mit dem PCI, Litanei da vorne weg, damit er auch weiß, auf welchem Device er gucken muss, also auf welcher Festplatte. Habt ihr das? Würde in dem Bootmenü von OpenCore. OpenCore hat so ein, im Moment noch, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal anders wird, im Moment noch ein einfaches, ganz simples, textbasiertes Bootmenü. Das heißt, habt ihr das aktiviert? Das haben wir hier unten und hier im Boot kann man das einstellen. Use Picker, steht das auf Yes? Kriegt ihr im Prinzip einfach nur so eine Unordered List mit Texteinträgen, wo dann steht 1, was weiß ich, EFI, 2, macOS, 3, dies, 4, das, 5, das, was es eben an Booteinträgen gibt. Einfaches Textmenü, ihr könnt dann Taste 1 bis 5 drücken, was ihr booten möchtet. Ist nicht grafisch, ist nicht bunt, blinkt nicht, macht nichts, einfach nur ein Textmenü. Und so würde das dann hier, was ihr da reinschreibt, auch entsprechend angezeigt werden. Ist für das Multi-Boot, also für Dual- oder Triple-Boot auf mehreren Partitionen auf derselben Platte nicht uninteressant. Okay, unter Boot haben wir die Möglichkeit, bestimmte Sachen, was das Thema Booten angeht, zu steuern. Da geht es ziemlich in Deep, wenn man da in das PDF, in die Anleitung reinguckt. Auch hier kann ich wieder sagen, ihr könnt erstmal guten Gewissens das nehmen, was in der Beispiel-P-List schon vorausgewählt ist. Und müsst da in aller Regel auch nichts ändern. Nur wenn sich der Rechner nicht so verhält, wie ihr das gerne möchtet oder wie es sein sollte, kann man da was ändern. Das adressiert an der Stelle sehr genau zum Beispiel das Thema Umschaltung, Textmodus, Grafikmodus, Auflösung in der Konsole, der Bootpicker zum Beispiel. Das ist eine Sache, die zum Beispiel auffällt, wenn ihr, ich hatte das jetzt kürzlich erst an dem ThinkPad Yoga wieder, da habe ich auch OpenCore draufgebügelt als Bootloader. Jetzt hat das Yoga ein Full-HD-Display. Blöderweise aber in seinem UEFI eine ziemlich bescheidene Implementation des Intel IGPU GOPBIOS. Heißt mit anderen Worten, habe ich bei dem Ding den CSM-Modus nicht aktiv zusätzlich, funktioniert die IGPU nicht sauber unter macOS. Zeigt sich darin, dass man das Bild halt ungefähr 18 Mal auf dem Bildschirm dargestellt bekommt. Kann man sich auf den Kopf und wieder auf die Füße stellen, ist nicht zu ändern. Es sei denn, man aktiviert den CSM-Modus, dann funktioniert es richtig, so wie es soll. Hat aber den Nachteil, dass man vor der Umschaltung auf den Grafikmodus eine VGA-Auflösung auf dem wunderschönen Full-HD-Display hat. Ist ein bisschen lästig, insbesondere dann, wenn man im Bootvorgang halt mal im Verbosmodus was debuggen möchte und nur Zeichensalat hat da auf seinen 640x480 Pixeln und sich denkt, warum? Gut, aber hier kann man dann rein theoretisch einstellen, wie soll sich das Ganze denn benehmen? Also das heißt, möchte ich einen Grafikmodus, möchte ich einen Textmodus? Möchte ich Text im Grafik zulassen oder Grafik erzwingen? Möchte ich eine bestimmte Auflösung eingestellt haben dort an der Stelle? Jetzt kann man dann natürlich nicht einfach reinschreiben, was einem gerade Spaß macht und beliebt, sondern auch da gibt es festgelegte Werte, die da reinkommen und die sich zum Teil auch untereinander bedingen. Und auch hier kann ich tatsächlich nur wieder auf die Anleitung verweisen. Es wäre A, sicherlich schon ziemlich kühn zu behaupten, man hätte sich das alles gemerkt.
Dafür ist es nämlich ein bisschen viel. Und B, ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man guckt, was will er denn da eigentlich? Und hier kann man dann halt zum Beispiel sagen, hier kann ich den Konsolenmodus einstellen. Möchte ich zum Beispiel 80x24 Zeichen haben oder wie auch immer ich das gerne haben möchte. Hier ist auch immer ein Hint bei, versucht doch mal so einzustellen, um die zum Beispiel größte Möglichkeit zu bekommen, kann man einfach den Wert Max reinschreiben für maximal. Und so weiter. Also das, was da möglich ist, bitte hier nachschauen. Nicht einfach irgendwas reinschreiben, schaut es danach. Hilft euch, macht es einfach. Für den ersten Aufschlag reicht es tatsächlich, die Einstellung so zu lassen, wie sie im Sample drin sind. Das passt. Ich kann es euch aus Erfahrung sagen, es passt. Lasst es erstmal, wie es drin steht. Okay, was haben wir noch? Debug. Debug ist insofern wichtig, dass hier das Debug-Verhalten von OpenCore selber gesteuert wird. Das heißt, ihr könnt hier an der Stelle steuern, wie genau soll OpenCore mitloggen, was da jetzt im Bootvorgang passiert. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man an der Stelle ist, wo es nicht weitergeht und man weiß nicht so genau, warum. OpenCore ist da sehr mitteilungsfreudig, wenn man es entsprechend konfiguriert hat und gibt euch sehr aufschlussreiche Debug-Informationen. Also einen sehr aufschlussreichen Statusreport darüber, was es wann zu welcher Zeit tut und warum es das tut. Ihr könnt hier sogar auch einstellen, möchtet ihr, dass das auf dem Bildschirm passiert? In welcher Detailtiefe möchtet ihr das auf dem Bildschirm haben? Möchtet ihr, dass das gar nicht passiert? Möchtet ihr, dass das in ein File geschrieben wird, das ihr nachher auswerten könnt? All das könnt ihr hier einstellen. Die Möglichkeiten, wie man das einstellen kann, also gerade was das Display-Level angeht, sind in der Bedienungsanleitung, also in der Dokumentation sehr gut beschrieben. Hier habt ihr das Display-Level zum Beispiel. Achtung, hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es gibt an einigen Stellen in OpenCore ist es so, dass bestimmte Sachen als Bitmask angegeben werden, als Summe. Das heißt, ihr müsst hier im Prinzip, habt ihr vier Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Und ihr könnt das Level steuern, indem ihr die zusammenrechnet. Ihr müsst die dann einfach hexadezimal, ist ein bisschen, das ist wieder so nach dem Motto, man hätte ja auch einfach Zahlen hinschreiben können, aber das wäre zu einfach gewesen. Deshalb machen wir das so, dass wir so eine Bitmaske haben, da kann man jetzt diese vier Hexwerte zusammenrechnen. Und wenn man die zusammengerechnet hat, kommt da wieder ein Hexwert raus und den kann man dann in eine Zahl umwandeln, weil der Eintrag hier, der erwartet wird, ist nämlich eine Zahl. Das heißt, ich muss also einmal Hex addieren und anschließend das Ergebnis mit einem Konverter in Dezimal umwandeln, um es da reinzuschreiben. Ja, ist ein bisschen müßig, aber ist halt so. Hier kann man eben entsprechend sagen, wie möchte ich das denn gerne haben und kann hier kombinieren. Ich kann also zum Beispiel sagen, ich möchte, dass ich die Debug-Infos habe und ich möchte, dass ich also zum Beispiel diese beiden hier kombiniert habe. Dann muss ich diese beiden Werte addieren. Oder ich möchte den ersten und den letzten haben, dann muss ich die beiden Werte addieren und dann anschließend in eine Zahl umwandeln. Oder ich möchte halt einfach alle haben, dann addiere ich alle vier und wandle die in eine Zahl um. Wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr das machen könnt, nehmt ihr einfach den Taschenrechner von macOS, den macOS mitliefert. Der kann nämlich im wissenschaftlichen Modus durchaus Hex addieren. Und da könnt ihr es einfach zusammenrechnen und fertig ändern. Ist jetzt nicht so kompliziert. Okay. Entries hatten wir, Security ist nochmal ganz wichtig. OpenCore ist darauf ausgelegt, auch ein gewisses Level an Loader-Security zu bieten. Das heißt, ihr kennt das aus dem Windows-Umfeld, dieses Secure-Boot-Konstrukt, wo man im BIOS anschalten kann, Secure-Boot, und dann dürft ihr nur ein bestimmtes signierten Bootloader benutzen und starten. Heißt im Zweifel auch, wenn Secure-Boot aktiviert ist und ihr stöppert da so einen USB-Stick dran, passiert erstmal nichts. So ähnlich, langfristig, so ist es zu lesen, ist es das Ziel, dass OpenCore auch mit Secure Boot funktionieren soll. OpenCore kann aber auch selber sich überprüfen, ob es manipuliert wurde. Und das funktioniert über diese beiden Einstellungen, Require Signature und Require Fault. Ihr könnt, da gibt es in dem Tools-Verzeichnis von OpenCore ein kleines Shell-Script, ihr könnt die Binaries von OpenCore und alles, was sich in den Verzeichnissen befindet, hashen und signieren lassen.
und über das Skript diese Signatur in OpenCore selber einsetzen. OpenCore prüft beim Start, sofern denn diese beiden Werte hier aktiviert sind, ob die Hashes und die Signatur übereinstimmen. Ist das dem Fall, bootet es, ist das nicht dem Fall, hält es an und sagt, ich bin verändert worden zwischendrin, mach nichts mehr. Schützt euch also ein Stück weit vor unbefugter Änderung an den Dateien in der verzeichnischen Struktur von OpenCore, von auf dem EFI-Verzeichnis. Ich denke mal, die meisten von euch wird die Standardeinstellung tatsächlich leider so aussehen. Warum? Weil wir aktuell da in einem Status sind, wo sich ganz viel ändert, wo ganz viel noch ausprobiert wird, wo wir ganz viel noch neu konfigurieren, wo jeder von euch mit Sicherheit, wenn er das angeht, ganz viel neu konfiguriert. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas in diesen Verzeichnissen verändere und an den Dateien verändere, müsste ich das Ganze neu signieren. Macht natürlich keiner. Deshalb wird erstmal da immer No stehen. Aber grundsätzlich ist der Gedanke natürlich sehr reizvoll und sehr sinnvoll zu sagen, hey, ich habe da eine eingebaute Sicherheit drin, eine Signierung der Bootdateien, die mir erlaubt zu überprüfen, schon beim Start, ist da was verändert worden oder nicht. Mit Blick auf Malware, die in dem Bereich greift und die sich da einnistet. Ein durchaus sinnvolles Feature. Ja, muss man nicht drüber reden. Okay, ein weiterer Punkt, der hier an der Stelle interessant ist, ist die Scan-Policy. Warum ist der interessant? Weil OpenCore, dazu springe ich nochmal in die Bedienungsanleitung, damit soll es dann auch gleich schon gut sein fast. OpenCore wird von sich aus, je nachdem wie es da eingestellt ist, in der Voreinstellung übrigens ziemlich restriktiv tatsächlich, nicht alles, was im Rechner steckt und nicht alles, was ihr an dem Rechner steckt, auch tatsächlich nachgucken oder scannen, ob da irgendwas Bootbares drauf ist. Sondern es hat eine sehr fein einstellbare Scan-Policy, die besagt, welche Dateisystemtypen und welche Gerätetypen schaue ich mir denn überhaupt nach Bootbarem an. Die Voreinstellung ist so eingestellt, dass sie sagt, gucke auf internen Festplatten mit APFS-Filesystem, ob da was Startbares drauf ist. Merkt er selbst, also nur macOS quasi. Und USB ist dann schon doof. Ihr könnt das selber einstellen. Der Wert 0 an der Stelle eingestellt, also wenn ihr hier unter Scan-Policy 0 einstellt, ist das Absolution. 0 heißt, nimm einfach alles, was du finden kannst. Ihr könnt da aber sehr genau einstellen, soll nur auf internen Medien, soll auf externen Medien, soll auf USB-Medien, soll auf SD-Karten, soll auf Firewire geguckt werden. Ihr könnt sogar sagen, soll der Festplattentyp nur SATA sein, soll es NVMe sein, soll es SAS sein, soll es SCSI sein. Das heißt, ihr habt an der Stelle sehr, sehr fein auch wieder die Möglichkeit, wie an vielen Stellen in OpenCore einzustellen, wie soll es sich denn da bitte verhalten. Auch hier wird bei den meisten erstmal die Standardeinstellung 0 sein zum Testen. Ihr solltet aber tatsächlich euch die Zeit nehmen, euch das hier mal durchzuschauen, was da möglich ist und was ihr da machen könnt. Wie gesagt, es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe da zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, nö, ich möchte zum Beispiel nicht, dass CD-ROM-Laufwerke gescannt werden oder USB-Devices. Ist an der Stelle wieder interessant, wenn ich den Rechner an einer Stelle einsetzen möchte, wo ich nicht nur alleine darauf Zugriff habe, sondern wo ich einen öffentlichen Zugriff habe. Und ich möchte nicht, dass jemand vielleicht an der Stelle irgendwie über den, ich kann es ja im BIOS begrenzen im Grunde schon, dass ich da das Bootmenü nicht aufrufen kann im Zweifel oder sowas. Ich möchte aber vielleicht auch nicht, wenn ich OpenCore als nachgelagerten Loader nutze, ich möchte dann nicht, dass jemand darüber einen USB-Stick anstöppert. Damit kann ich das auch wieder einschränken. Es ist halt auf jeden Fall ein Blick wert. Schaut da gerne mal rein. Gut, ja, Tools, hier habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die EFI-Shell haben. Ja, nein, die EFI-Shell findet ihr im Asset Antera Repository auch entsprechend. Die gehört in der Verzeichnisstruktur in das Tools-Verzeichnis mit rein. Und ich möchte Memcheck haben. Ja, nein, auch das kann man da eingeben. Ob man das jetzt muss, ist die zweite Frage. Kann man. Okay, kommen wir zum Punkt Plattformimpfung. Das ist das Thema, was ja für uns eigentlich ein ganz, ganz interessantes, brennend interessantes ist, nämlich, wie kriege ich denn jetzt mein SM-BIOS da rein? Die gute Nachricht ist relativ unaufwendig. Tatsächlich.
Denn was muss ich wissen, um mein SM-BIOS da reinzuklöppeln? 4 Werte. Mehr nicht. Wenn ich von Clover umsteige, reichen mir 4 Werte. Denn ich kann hier an der Stelle sagen, wo Automatik steht. Yes. Und ich kann sagen, bei Generic, ich brauche aus meiner Clover-Konfiguration den MLB-Wert. MLB ist analog zur System Board Serial Number, den kann ich einfach übernehmen aus meiner Clover-Konfiguration. Ich brauche den ROM-Wert, sofern ich ihn denn gesetzt habe, finde den in dem Bereich RT-Variables im Clover-Konfigurator, wenn ich das möchte. Ich brauche meinen System Product Name, also da schreibe ich einfach rein, was für ein System ich denn gerne nutzen würde, also welches Mac-System ich faken mag. Nehmt ihr analog zu dem, was ihr in Clover schon drin stehen habt. Meinetwegen iMac 18.1 oder MacBook Pro 11.1 oder was auch immer. Jacke wie Buchse. Ich brauche die System Serial und ich brauche entsprechend meine SMU-ID, wie der Hans die gerade so nett genannt hat. Die Schlumpf-ID, Smurf-ID, SMU-ID, SMU-ID. Und das war's. Mehr brauche ich da nicht reinschreiben. Um alles andere kümmert sich OpenCore dankenswerterweise selbst. Also Firmware-Features und so weiter und so fort. All diese Werte, die sonst da noch so eingetragen werden müssen, macht OpenCore für mich. Sofern ich die Automatik benutze. Wie an vielen Stellen in OpenCore ist das ein kann ich machen, muss ich aber nicht. Ich kann auch sagen, Automatik ist ja gut und schön, aber ich trau grundsätzlich niemandem über den Weg. Ich möchte das lieber selber machen. Dann kann ich mir natürlich hier auch die volle Litanei geben, wenn ich das möchte. Wird man nicht machen. Warum? Die Automatik funktioniert gut. Also da einfach Automatik auf Yes und ihr seid im Prinzip mit dem Bereich hier schon fertig. Mehr müsst ihr nicht machen. Ziemlich convenient, oder? Was das SM-BIOS angeht. Also eigentlich nicht wirklich kompliziert. Gut. Das war es auch schon zur Plattform-Info. NV-RAM, auch das, hier haben wir einfach zwei Bereiche, zwei Adressen im NV-RAM-Bereich. Hier können wir unsere Bootarchs eingeben, CSR, Active-Config und so weiter und so fort. Ist hier über NV-RAM-Variablen geregelt, so wie es ein Mac eigentlich auch macht, auch über NV-RAM-Variablen regeln würde. Also auch an der Stelle nichts, was wirklich neu ist. Und auch nichts, was wirklich kompliziert. Es ist also, wenn man sich an dem Beispiel langhangelt, erklärt sich vieles von ganz allein. Okay, bleibt last but not least noch der Bereich UEFI. Und da brauchen wir hier eigentlich im Prinzip nur unter dem Bereich Drivers unsere Driver eintragen, die wir uns aus dem OS Support, Apple Support Package, EFI Driver Package in den Drivers Ordner gepackt haben und fertig. Auch da ist eigentlich viel mehr nicht zu machen. Wir können hier noch ein paar Protokolle angeben. Wenn wir zum Beispiel den Firmware Runtime Services benutzen, dann sollte man vielleicht da, wo es nötig ist, den entsprechend auch benutzen. Was die Protokolle angeht, die sind hier alle auf No gestellt. Das hat einen guten Grund. Die meisten davon braucht man nämlich wirklich nicht, es sei denn, man hat spezielle Hardware. Und dieses es sei denn, man hat spezielle Hardware ist sehr gut beschrieben in der Dokumentation, für welche Systeme macht es Sinn, welches Protokoll zu nutzen und für welche Systeme macht es keinen Sinn. Ein gutes Beispiel ist da die Hash-Services zum Beispiel. Moderne Hardware braucht das nicht. Ältere Systeme, also ich sag mal so Haswell ab, also alles unter Haswell, kann das brauchen, weil da sind nämlich die Hashing-Services in der Aptio-Firmware, Aptio 4, bekanntermaßen defekt. Also da sind einfach die SHA-Hashes, die da ausgeworfen sind, sind Quatsch werden. Die sind nicht sicher. Deshalb kann man hier die Hashing-Services sagen, jo, will ich haben. Dann wird nicht das vom Mainboard genommen, sondern nimmt ein eigenes Protokoll dafür und hasht selber. Na, aber in was, wann, wie sinnvoll ist, sollte man an der Stelle tatsächlich der Dokumentation entnehmen. Hat den einfachen Hintergrund, da ist es beschrieben, was brauche ich, wofür. Wenn man hier so ein bisschen runterscrollt, ganz viele Seiten später,
Ganz viele Seiten später. Steht das da. Geschrieben, was wofür Sinn macht und was wofür nicht Sinn macht. Ja, das ist hier jetzt diese ganze... Ja, jetzt haben wir es. Hier haben wir die Drivers entsprechend nochmal beschrieben, welche wofür gut sind. Und ihr habt hier unten eben die Protokolle und der sagt, hier steht nochmal sehr genau drin, wofür sind die eigentlich gut und wofür braucht man die und wer braucht sie. Auch hier kann man sich in den meisten Fällen tatsächlich gerade auf moderneren Systemen, moderner, damit meine ich Skylake aufwärts, kann man sich eigentlich auf das verlassen, was da schon vorausgewählt ist. Man wird damit keinen Schiffbruch erleiden. Natürlich gibt es wie immer und überall im Leben Sonderfälle. Aber in den meisten Fällen wird man mit dem, was da schon drin steht, gut laufen. Habt ihr das einmal gemacht, kann ich euch versprechen, habt ihr als Belohnung anschließend einen sehr schmalen Loader auf eurem Rechner, der im Vergleich zu Clover gefühlt, ich habe es nie wirklich gestoppt, aber gefühlt, ein ganzes Stück flotter ist, was das Booten angeht. Ein ganzes Stück flotter. Und auch gefühlt wesentlich weniger Zicken macht. Und sich halt einfach ein ganzes Stückchen nochmal mehr so anfühlt, vom Handling und vom Verhalten her, wie es eigentlich original, wie man es original erwarten würde. Ich weiß nicht, wer von euch Osmosis mitbekommen hat, als das anfangs rauskam, diese Implementation in die Firmware, was es da mal gab. Also dieses Gefühl, ich flashe diese Firmware, ich stecke meinen macOS Installer an, schalte den Rechner an und das Ding fährt hoch. Das war ein besonderes Gefühl. Und so ähnlich ist es mit OpenCore auch, was das Handling angeht, was dieses Startgefühl angeht. Es ist halt nicht, ich schalte das an, dann rödelt es rum, dann kommt irgendein ausuferndes, ausladendes Bootmenü, dann muss ich was auswählen, dann rödelt es wieder rum, dann flackert fünfmal der Bildschirm, dreimal der Apfel und dann bin ich vielleicht mal irgendwann angekommen, sondern hier ist es in den meisten Fällen tatsächlich auch so und man kann das sogar so weit treiben, dass man sagt, ich möchte den Bootpicker nicht nutzen. Wenn ich das einmal so konfiguriert habe, dass das System läuft, ich möchte den Bootpicker nicht nutzen und dann ist es so ähnlich tatsächlich, wie dieses Osmosis-Gefühl war. Ich schalte den Rechner ein, der macht seinen BIOS-Post, das Apfelsymbol erscheint, der Ladebalken läuft voll und ich bin drin. Und habe ich es einmal richtig konfiguriert und damit kommen wir zum Schluss und auch zum Schluss und damit wieder zum Anfang eigentlich dieser ganzen Config-Geschichte dieses Beispiels. Der Anfang war nämlich das Thema ACPI und die Tatsache, dass ich ja hier keine Unterscheidung habe, ob ich jetzt für Apple oder also für macOS oder nicht macOS booten möchte. Und damit kommen wir da auch wieder zum Schluss. Für mein Windows, was ich auf ein über OpenCore aufgesetztes System anschließend vielleicht über auch OpenCore gestartet installieren möchte, sieht dieses System aus wie ein Mac. Und das bedeutet, ich kann in diesem so installierten Windows das Bootcamp-Driver-Paket von Apple installieren und habe dann in meinem so installierten Windows auch die Möglichkeit zu sagen über diese App in Windows, starte beim nächsten Starten doch bitte macOS, sage neu starten, mein Rechner fährt runter, fährt macOS hoch. Und ich habe anschließend im macOS-Umfeld genau die gleiche Möglichkeit, über die Systemeinstellungen Startvolumen zu sagen. Starte beim nächsten Starten doch bitte Windows, sage neu starten, mein Rechner fährt runter und fährt mit Windows wieder hoch. Das heißt, einmal so eingerichtet, wie es gedacht ist, muss ich mir den Bootpicker von OpenCore normalerweise auch nicht wieder angucken. Weil dann kann ich es so steuern, wie ich es mit einem Mac auch machen würde. Unwichtig zu erwähnen, dass die Mac-typischen Tastenkombinationen hat man es entsprechend konfiguriert, natürlich in OpenCore auch funktionieren. Heißt also, ich kann auch mit der Shift-Taste meinen Safe-Mode booten, ich kann mit Command-V Verbose booten und so weiter und so fort. Das alles, so wie man es am Mac kennt, funktioniert mit OpenCore auch. Und letztendlich kann man es auch auf einem Mac einsetzen, wenn man ein älteres Modell hat und möchte da gerne vielleicht mal so in einen Bereich reinschnuppern, den mir dieser
vielleicht etwas älteren Mac sonst nicht erlauben würde mit macOS selber. Ja, zum Beispiel der weiße Kollege da. Ja, so viel eine kurze Reise in die Welt von OpenCore. Eine kurze Reise, die dann doch länger geworden ist als gedacht, denn es ist eigentlich wirklich so viel, was man darüber erzählen kann und so viel, was man damit machen kann und so wenig, was die Zeit eigentlich zulässt, um es konkret zu zeigen. Normalerweise wäre das eigentlich tatsächlich eher was gewesen, wo man nochmal gesagt hätte, man setzt sich nochmal an den Tisch und macht einen Workshop dazu, wo man es dann halt nochmal en Detail macht. Ist jetzt in dem Rahmen nicht möglich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen einen Einblick gegeben in das, was damit möglich ist. Und ich hoffe, es hat euch, sofern ihr es nicht sowieso schon probiert habt, ein bisschen Lust drauf gemacht, das einfach mal auszuprobieren. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr es ausprobieren würdet und eure Erfahrungen damit gerne mit uns im Forum in den entsprechenden Bereichen. Es gibt ja im Forum einen Open-Core-Bereich, der im Übrigen auf dem GitHub-Repository auch als Diskussionsbereich für den deutschsprachigen Raum gelistet ist. Würde es mich sehr freuen, wenn ihr euch mit euren Erfahrungen dort einbringen würdet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch die Entwickler von OpenCore, die da durchaus mitlesen, sehr freuen würde, über die Schiene von euch ein Feedback zu bekommen. Du wirst auch gerade sehr gelobt von einem der Entwickler. Ein Feedback nämlich einfach, mal in die Richtung, das hat so und so funktioniert und das hätte ich mir vielleicht nochmal so gewünscht oder das wäre vielleicht so klarer gewesen. Denn ich glaube einfach tatsächlich, dass eine Kommunikation auch in die Richtung von der Userbasis Richtung Entwicklung wichtig ist an der Stelle, um zu erkennen, wo hakt es denn noch? Ne? Oder was kann man vielleicht nochmal nachbessern? Also, ihr seid eingeladen, das gerne auszuprobieren. Macht es. Sofern wir können, werden wir euch helfen dabei, wenn irgendwas unklar ist. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen wenigstens einen Einblick verschafft in das, was damit möglich ist. Danke.